Servus Leute, da bin ich wieder. Es gibt mal wieder ein Upgrade und ein Update aus dem Hause Odenwolf Messer. Und zwar geht es um die Modelle W1, 2 und 3. Da gibt es ein Stahl-Upgrade. Und falls euch das interessiert, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja Leute, also mal wieder Neuigkeiten aus dem Hause Odenwolf. Ehemals Wolfgangsmesser. Und zwar geht es um ein paar alte Bekannte, das W1, 2 und 3. W3, das ist meins, habe ich schon eine ganze Weile, ich weiß auch gar nicht, wie lange das schon herrscht, dass ich das vorgestellt habe, aber ziemlich lange schon, ist eins von meinen Lieblingsmesser auf jeden Fall. Hat sich einiges geändert jetzt in der vergangenen Zeit. Vor allem gibt es aber jetzt ein Stahl-Upgrade, und zwar war das früher 440C und mittlerweile ist der D2-Stahl. Das Messer hier war ganz lang ausverkauft und ich bin lang genug gefragt worden, deswegen vertraut mir dieses W3, das wird auch sehr schnell ausverkauft sein, deswegen ich würde jetzt wirklich direkt zuschlagen an eurer Stelle, falls ihr euch natürlich dafür interessiert. Und dann nutzt natürlich den Code KURPFALZ10, spart ihr nämlich 10%, nur so als Tipp. Genau, ich will euch jetzt zeigen, was das Messer kann und würde sagen, wir machen ein bisschen Holz damit und reiße natürlich auch mal den Feuerstahl an und so weiter. Vorher kurz der Unterschied zwischen den einzelnen Modellen, ist natürlich dann auch ein preislicher Unterschied. Wir fangen einfach mal an mit dem W1. Alle Messer sind im Prinzip gleich von der Klinge her. Wir haben diese Harpuneform hier, wir haben einen Flachschliff, es ist ein D2-Stahl, wir haben hier einen gummierten Griff. Einen gummierten Griff, sagt man so, ich hoffe es mal. Und die Light-Version, sage ich mal, ist diese ganz normale Kunststoffscheide hier mit dem Clip. Das W2 wäre die nächste Variante. Wie gesagt, auch selbe Klinge, nur die Scheide ist anders. Und zwar haben wir hier den Tech-Lock, dass ihr das Ganze auf Hüfthöhe tragen könnt. So, habe ich ihn jetzt, ja, genau, so verriegelt man nämlich, zumache, rüberziehe, dann kann es auch nicht aufgehen. Und die Luxusvariante, die ich am besten finde, wie gesagt, wieder selbes Messer hier. Allerdings haben wir hier einen Feuerstahl dabei, den man natürlich gleich ausprobiere, den Tech-Lock, einen Dengler hier mit Clip zum Abmachen und noch hier vorne den Keramik Schleifstab hier integriert. Also wirklich ein richtiges Survival-Messer, würde ich sagen. Für jede Situation habt ihr da was dabei. Und das testen wir jetzt natürlich. Deswegen machen wir erstmal ein bisschen Holz. Ich würde sagen, fangen wir mit dem hier an, der hat die richtige Größe. Und den wollen wir jetzt erst einmal hier durchbetonen, ne? Nee, machen wir natürlich nicht. Blödsinn. Aber wir brauchen ein bisschen Holz natürlich, dass wir auch ein bisschen mitspielen können. Also, los geht's. So Leute, ihr habt jetzt gesehen, ich habe leider vergessen, die Handschuhe zu ziehen. Deswegen, ich sage es jetzt nochmal dazu, immer mit Handschuh schaffen. Das ist einfach wichtig. So, jetzt haben wir da ein bisschen was gespalten, was man natürlich nicht mit so einem Messerle mischt. Da nimmt man natürlich die Spaltaxte vor. Aber so kleine Sache, seht ihr ja, geht wunderbar. Das Messer ist jetzt nicht gerade das dickste, das hat knapp 3 mm, aber das reicht natürlich von der Spaltkraft her, um ein bisschen Hobeholz zu machen. Das ist ja ganz klar. Was haben wir da? Ich glaube, Buche ist das. Sollte das sein. Nehme ich noch ein bisschen Kiefer da. Ist jetzt schade. Ich will nämlich gleich ein bisschen der Hobo anfeuern.
Und da wäre natürlich ein bisschen Kiefer besser. Aber das kriegen wir natürlich trotzdem noch. Weil das Holz ist relativ trocken. Und dann soll das eigentlich kein Problem sein. So, das ist jetzt hier nagelneu, unbenutzt. Und deswegen schauen wir erst einmal, wie scharf das ist. Und es ist, wie ihr seht, sehr, sehr scharf. Es macht richtig schöne Löckchen. Wie gesagt, ist ein Flachschliff und ein richtiger Schneiteufel. So, jetzt würde ich sagen, dass ihr das auch richtig seht. Rammen wir mal das Messer hier mal rein. Mache einfach mal ein paar schöne Löckchen schnell. Dann entzünden wir das Ganze mit dem Feuerstahl, dass ihr auch seht, dass das funktioniert. Ist jetzt ziemlich durchwachsen hier das Holz. Lauter Aschstücke. Da ist schöner. Also so, hier könnt ihr auf die einfachste Art und Weise auf jeden Fall Löckchen machen. Und wenn ihr dann noch feineres Material braucht, Moment, zeige ich euch gleich. Zum Beispiel mal die Schale vom Hobo. Na, komm raus. So, das legen wir alles hier rein. Das ist übrigens die Bushbox, wie heißt sie? FL, glaube ich. Ich weiß es gerade mal. LF. Bushbox LF, also die habe ich schon ewig. Ich mache euch natürlich Link zu allen Ausrüstungsgegenständen. Ist unten in der Videobeschreibung drin, falls euch da was interessiert. Könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. So, jetzt machen wir noch ein paar feinere Löckchen. Und dazu gehen wir dann einfach nochmal hier wirklich quer über die Klinge. Das ist absolut nicht gut für die Klinge, das ist ganz klar. Aber einem D2-Stahl darf das nichts ausmachen. Ein bisschen mit Handschaffe däde. Däde mal die Schale vielleicht einfach neben dran legen. Ja, schon besser. Das sollte eigentlich schon reichen. Wie gesagt, da ist jetzt kein Harz und nichts drin. Da ist jetzt kein Kienspan. Deswegen schauen wir einfach mal, das so ohne Probleme anbekomme. Gut, Feuerstahl, wo ist der? Der ist ja hier, wie gesagt, bei dem W3 ist der ja integriert. Deswegen testen wir den auch gleich. Ich sage euch gleich als Tipp, als Hinweis, falls ihr Wert drauf legt auf die Feuerstahlbenutzung mit dem Klingerücken, dann holt euch kein Stonewash-Finish. Weil durch das Stonewash-Finish ist diese Kante nicht mehr scharf. So. Dann muss man natürlich als erstes mal hier die Beschichtung runter machen beim Feuerstahl, weil sonst geht überhaupt nichts. So, und dann gibt es hier Funke. Ich zeige euch aber gleich den Unterschied, weil da tut euch einfach schwer damit. Ich nehme jetzt mal hier die alte Variante. Das ist, habt ihr das gesehen? Unterschied wie Tag und Nacht. Also, dann hauen wir mal rein hier. Wie gesagt, leider kein Kiefernholz. Na, das wird nichts. Aber wir probieren es natürlich trotzdem. Ja, es hat doch gebrannt. Will nicht.
So, jetzt reicht mir's aber. Jetzt nehmen wir mal Hilfsmittel. Das Holz ist anscheinend doch zu nass. Und bevor ich euch jetzt einfach da einen Videoschnitt mache und plötzlich der Hobo ist, wollen wir da nicht ehrlich bleiben. Machen wir ein bisschen Kienspan rein. Denn Ausrüstung ist keine Schande, sage ich immer. Also schön den Kienspan rein. Nebenan haben wir schön feines Zeugs noch hier. Ja, das ist auch, das stört mich hier ein bisschen mit der Schale. Aber das geht trotzdem. Irgendwie ist der Feuergott heute nicht auf meiner Seite. Ist das so windig da in dem Eck? Wahnsinn. Das geht aus. Unglaublich. So, jetzt aber. Das Holz ist gar nichts. Batschnass. So, egal, es brennt. Die ganze Nachbarschaft denkt schon wahrscheinlich, Sabon, was treibt denn der Agent da? Ja, hat jetzt schon lange nichts mehr mit dem Messer eigentlich zu tun, aber das hat mir jetzt einfach gestunken, sage ich ganz ehrlich. So, Feuerstahl haben wir auch jetzt ganz schön was abgeribbelt. Muss man aber sagen. So, halte mal fest, wenn man der richtige Zunder hat. Dann geht man mit dem Feuerstahl ohne Probleme ein Feuer auf. So, ich zeige euch, dass das Messer natürlich immer noch rattenscharf ist. Also ihr könnt immer noch trotzdem hier schön ins Holz neige. Das Holz, wie ihr seht, ist auch nicht gerade weich. So. Und natürlich, wenn euer Messer dann auch mal stumpf werden wird, hier zum Beispiel im Klingendoktor, zwei, dreimal drüber gezogen und wieder Rasiermesser. Scharf. Genau. So, Hobo stelle mal weg. Ich habe jetzt eh keine Lust mehr. Bin jetzt in meiner Ehre gekränkt. Und dann machen wir Fazit. So, kommen wir mal zum Fazit. Video ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Ihr habt gesehen. Auch ich habe mal meine Probleme, ein Feuer anzubekommen und das nicht im strömenden Regen, sondern hier unterm Carport. Ja, deswegen immer übe, übe, übe. Wenn der Zunder nicht stimmt, kann ein Feuerstahl noch so gut sein, dann habt ihr einfach Probleme. Vor allem, ihr müsst euch halt alles viel mehr vorbereiten und da habe ich jetzt gar keine Lust drauf gehabt. Da bin ich ehrlich. So, jetzt nochmal zum Abschluss. Was sind die Unterschiede? Zum Beispiel von dem alten W3 und dem neuen W3. Erstens mal, die Gummierung vom Griff ist härter geworden. Hier haben sich ein paar Leute damals beschwert, dass hier Dreck reinkommen wird, hier neben, wenn man das wegzieht. Problem habe ich jetzt nicht gehabt. Aber man hat darauf reagiert. Die neuen Griffe sind viel, viel härter. Da ist eine andere Gummimischung. Und natürlich, der Stahl ist anders. Das ist ein D2-Stahl, kein 440er mehr. Ohne D2-Stahl kennt ihr wahrscheinlich meine Meinung. Ich bin top zufrieden. Ich mag aber auch den 440C. Ich brauche keine High-End-Pulver, metallurgische Stähle, also mir reicht es völlig, der 440er, noch lieber natürlich der D2. Ich bin da sehr, sehr zufrieden. Wenn ihr mich fragt, ist das W1 bis 3 ein mega geiles Bushcraft-Einsteigermesser. Es kostet nicht so viel wie gleich ein riesengroßes Messer oder wie ein Lupus oder wie ein Ambulo zum Beispiel. Also sind wirklich, Preis-Leistung sind sie top.
Ich finde allerdings noch ein bisschen geiler die W-Modelle hier mit der taktischen Scheide hier. Zeige ich euch mal kurz. Habe ich aber auch schon oft vorgestellt. Die gibt es jetzt mittlerweile auch mit D2 Stahl oder auch nur noch mit D2 Stahl. Das zum Beispiel ist das W-Scandi. Und ihr seht schon, die Scheide hier ist halt eine ganz andere Hausnummer, wenn ihr das Messer als Backup im Rucksack drin haben wollt oder so. Nochmal viel, viel geiler. Und liebe Firma Odenwolf, falls ihr zuschaut, wenn ihr schon so eine geile Scheide hier anbietet, dann wird es endlich mal Zeit, dass hier das passende Zubehör kommt. So wie vom Reini Rossmann zum Beispiel. Feuerstahl, Mini-Taschenlampe und und. Wird natürlich richtig geil an der W-Machete kommen. Deswegen kleiner Hinweis: Gas geben. Mir wolle die Sache, oder ich zumindest. Ganz ehrlich. So, das war's für heute. Ist lang genug ausgeartet. Also hier nochmal W1, das günstigste mit der normalen Scheide, W2 mit dem Tedlock und W3 mit, ich zeige euch gerade das Falsche, mit Feuerstahl, Dengler, Tedlock und Keramikschleifstein. Also wirklich willenlos. Und vorher habe ich noch gesagt, geht einfach mal über den Klingerdoktor drüber, wenn euer Messer stumpf wird. Könnt ihr natürlich hier auch, dafür ist er da, der Keramikschleifstein, könnt ihr natürlich auch hier einfach mal drüber gehen. Ist natürlich ein sehr grober, aber es ist Keramik. Und auch hier bekommt ihr euer Messer dann wieder ruckzuck rasiermesserscharf. Das soll es gewesen sein. Sehr chaotisch heute, aber ich war das ganze Woche in Frankfurt, die ganze Woche in Rottweil. Heute Morgen Familiengottesdienst, danach Schützenhaus Osterschieße, 3 Stunden Standaufsicht und jetzt noch schnell das Video. Deswegen seht es mir nach. Falls es euch aber trotzdem gefallen hat, Daumen hoch, nette Kommentar. Und ich hoffe, ich sehe euch dann das nächste Mal wieder. Ne? Bis dort noch. Ciao.